Guten Tag, ich hoffe, Sie können mich jetzt alle hören. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Webinar zum Thema aktuelle Situation am Gasmarkt. Ein Thema, was uns alle, glaube ich, in den letzten Wochen und auch in den nächsten Monaten noch sehr beschäftigen wird. Mein Name ist Carola Milgram und ich bin die Leiterin der Gasabteilung bei der E-Control. Ich würde Ihnen gerne heute einen kurzen Überblick geben, wie ist die aktuelle Situation an den Gasgroßhandelsmärkten. Welchen Einfluss hat diese Situation und auch die weitere Entwicklung auf die Entwicklung der Endkundenpreise? Auch ein wichtiges Thema natürlich für uns jetzt, wo die Heizsaison erst beginnt. Welchen Einfluss kann das auf die Versorgungssicherheit haben? Auch ein wichtiges Thema, auch jetzt, wo die Heizsaison beginnt, und einen Ausblick zu geben, wie kann sich diese Situation weiterentwickeln? Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen, was am meisten natürlich in den Medien ist, ist die Entwicklung der Spotpreise für Gas. Und wir sehen da eigentlich eine Situation, die wir so tatsächlich auf dem Gasmarkt bisher noch nicht gesehen haben und nicht erlebt haben, seit es halt auch Spotmärkte gibt, nämlich einen Preisanstieg, einen anhaltenden Preisanstieg um mehr als 300% und auch eine Höhe der Preise, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Was auch auffällig ist, ist einfach, dass diese Preisentwicklung im Sommer nach der Heizsaison angefangen hat, dass es halt deutlich hochgegangen ist. Und es ist eine Preisentwicklung, die europaweit überall beobachten konnten, an allen Spotmärkten, die es in Europa gibt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo kommt das Gas in Europa her? Also wie decken wir unseren Gasbedarf in Europa? Dann sehen wir, dass wir einen kleineren und geringeren abnehmenden Teil aus der Produktion haben. Das sind nämlich 18%. Dann importieren wir einen Großteil, fast zwei Drittel über Pipelines. Und der größte Anbieter, den wir da haben, ist Russland, also die Gazprom Export. Und dann haben wir einen Teil, ungefähr 20%, der über LNG importiert wird. Das sind allerdings Werte vom letzten Jahr, aber dieser Wert von LNG, an dieser Anteil an dem Gasverbrauch in Europa ist ungefähr bei 15 bis 20% in den letzten Jahren. Und dieser kleinere Anteil von LNG hat aber eine sehr große Bedeutung für den europäischen Gasmarkt, weil er nämlich großteils preissetzend ist. Carola, hallo Carola, darf ich dich kurz unterbrechen? Die Folien Ja, klicken noch nicht weiter. die Folien klicken nicht weiter. Okay. Jetzt, siehst du sie jetzt, Barbara? Ich sehe die Startseite. Immer noch, okay. Ja, jetzt geht's super. Das ist natürlich jetzt sehr schade, dass Sie die ersten Folien da nicht gesehen haben. Also dann sage ich es nochmal trotzdem ganz kurz. Auf dieser Folie kann man das noch sehr gut sehen. Dieser Preisanstieg, der auf den Spotmärkten zu sehen war, war um mehr als 300% seit dem 1.4.21. Und wir hatten teilweise Preissprünge ja auch schon letzte Woche über 140 € pro Megawattstunde. Also auch das ist sehr einfach die lang anhaltende Preisanstieg auf diese Höhen und auf dieses Sprünge. Ist eine Situation, die wir eigentlich am Gasmarkt in dem Bereich noch nicht gesehen haben. Und ich habe erklärt schon hier bei der zweiten Folie, dass unser Großteil in Europa über Pipeline importiert worden wird. Das sind ungefähr zwei Drittel. Und dass dieser Anteil von Import von LNG auch in den letzten Jahren ungefähr 15 und 20% war und dass dieser Anteil aber eine starke Bedeutung hat, auch preissetzend ist teilweise für den europäischen Gasmarkt. Wenn wir uns das anschauen, warum das so ist, ist ganz klar zu sehen, dass dieses LNG das Bindeglied ist und dass eine Globalisierung des Gasmarktes erfolgt ist durch den LNG-Handel, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat und auch heute schon ungefähr mehr als die Hälfte von den Handelsmengen ausmacht. Also die Hälfte sind Pipeline und die Hälfte sind LNG-Handelsmengen. Und wir sehen auch, dass diese Handelsströme auch zugenommen haben. Für uns in Europa zum Beispiel ist so Katar als LNG-Anbieter in den letzten Jahren auch tatsächlich die USA dazugekommen. Und wir haben auch LNG, das wir importieren aus Russland. Und
Diese Grafik zeigt das eigentlich auch sehr gut, einfach diese Verquickung, die es gibt. LNG ist deutlich flexibler. Ein LNG-Schiff kann zwar nach Europa gehen, aber dort zum Beispiel auch, wenn die Preise in Asien höher sind, nochmal umgeleitet werden. Das ist natürlich bei Pipeline-Transport in dem Sinne nicht möglich. Diese Flexibilität, die LNG hat, sorgt auch dafür, dass tatsächlich es einen globalen Gasmarkt gibt, wo unterschiedliche Preisunterschiede dann dafür sorgen, dass das LNG unterschiedlich geliefert wird. Und das sehen wir auch, dass es diese Zusammenhänge gibt, dass es tatsächlich inzwischen einen Weltgasmarkt gibt, der über LNG zusammenhängt. Dadurch, dass wir, wenn wir uns die Preise anschauen, zum Beispiel in Asien und auch in Europa, die orangene Linie, sind die TTF-Preise. Der TTF ist der liquideste Handelsplatz in Europa. Das sind die TTF-Month-Ahead-Preise, also für die Lieferung im nächsten Monat. Und wenn man diese vergleicht mit den LNG-Spot-Preisen nach Asien, die dann höher waren, zum Beispiel im Juli oder August, sieht man, und dann sieht auch ganz klar, die Mengen sind dann auch reduziert worden in Europa, sieht man, dass diese Gasflüsse tatsächlich dann nach Asien gegangen sind und dass auch diese Preissteigerungen ähnlich sind in Asien und in Europa. Und auch am amerikanischen Hub hat man diese Preissteigerung gesehen, nicht im Ausmaß, aber auch dort hat sich tatsächlich der Gaspreis verdoppelt. Also wir sehen weltweit eigentlich auch durch diese LNG-Verbindungen einen steigenden, anhaltend steigenden Gaspreis. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist eigentlich anders in diesem Jahr, weil wir haben letztes Jahr, das war auch auf der zweiten Folie zu sehen, haben wir festgestellt, da hatten wir Gaspreise teilweise von 5 € pro Megawattstunde, also ein wirklicher Gaspreisverfall, der letztes Jahr war, natürlich auch ausgelöst durch die geringe Wirtschaftsaktivität und Ähnliches. Wenn wir sehen, was ist der Unterschied eigentlich zu, also jetzt nicht zu 2020, weil das war ja im Grunde kein normales Jahr, sondern zu 2019, was eigentlich ein normales Gasjahr war. Wenn wir uns dann anschauen, zum Beispiel, welche Bereiche zurückgegangen sind, die den Verbrauch decken. Das ist zum einen natürlich die Produktion in Europa, die deutlich zurückgegangen ist und das wird auch so bleiben. Das Groningenfeld wird ja endgültig geschlossen, auch in ein paar Jahren. Und es soll auf einem sehr geringen Level nur noch produzieren. Das Groningenfeld war aber sehr wichtig immer für Europa, weil es ein Swing Supplier war, weil viel Flexibilität aus diesem Bereich gekommen ist. Also da ist ein deutlicher Rückgang zu sehen. Dann haben wir auch gesehen, dass Pipeline-Gas deutlich geringer im Sommer dieses Jahr zum Beispiel gekommen ist, weil Instandhaltungsarbeiten zum Beispiel auch von 2020 auf 2021 verschoben worden sind. Weil Gaslieferungen nur noch im Rahmen der bestehenden Verträge und darüber hinaus nicht mehr gemacht wurden. Also da sehen wir auch einen sehr starken Rückgang von Pipeline-Gas, was nach Europa gekommen ist. Dann sehen wir, dass die LNG-Importe im Vergleich zum 2019, was ein normales Jahr war, zurückgegangen sind. Und alles das hat auch zur Folge gehabt, auf der anderen Seite, dass wir unsere Speicher in Europa stark geleert haben oder stark genutzt haben. Sie sind natürlich auch im Jahr 2020 mit sehr günstigen Gaspreisen befüllt worden. Und auch das kann natürlich ein Anreiz dann gewesen sein, auch stark wieder zu entnehmen. Aber wir haben auch einen sehr strengen Winter gehabt, also dann zum Ende hin eine Heizperiode, die eigentlich bis in den April auch in allen Ländern verlängert worden ist. Da haben wir länger auch aus dem Speicher entnehmen müssen. Wir haben zusätzliche Gasmengen, Pipeline-Gas bekommen, weil die TAP in Betrieb gegangen ist. Also Gas aus Aserbaidschan ist nach Europa gekommen, aber das ist natürlich nicht kann natürlich nicht in einem Ausmaß den Gasrückgang ersetzen. Es ist halt 13,3 Milliarden Kubikmeter. Aber natürlich sind die Importe aus Norwegen und Russland dann stärker gesunken. Also alles das hat eigentlich dazu geführt. Und wenn wir uns das auch mit dem LNG nochmal anschauen, wo ist das LNG hingegangen, was nicht nach Europa gekommen ist, dann sieht man ganz klar, dass es große Nachfrage in China gegeben hat, in Asien oder aber auch in Südamerika. Das, was ich vorher schon gesagt habe, dass die Gasmärkte verbunden sind über diese LNG-Handel, dass Preisdifferenzen auch wirklich ausgenutzt werden, indem Schiffe auch umgeleitet werden, dann nach Asien, nach höherpreisigen Märkten. Das kann man ganz klar sehen.
Und natürlich haben wir auch die Situation, dass ab 2020 die Exporte, der Gazprom-Export über die Ukraine zurückgegangen sind. Es ist ja damals der neue Transitvertrag abgeschlossen worden, der auch eine Reduzierung der Buchungen zur Folge hatte. Und auch da sehen wir Veränderungen. Und alles das hat dann auch dazu geführt, dass natürlich es ein geringeres Angebot als Nachfrage gab. Es gibt ja viele Diskussionen oder viele Spekulationen auch da über die Rolle der Gazprom-Export oder Russland in diesem Bereich. Es gibt einfach auch viele Daten, die da nicht ganz klar dazu sind. Fakt ist aber, dass Russland natürlich der wichtigste Exporteur in die EU ist und auch wir der wichtigste Handelspartner sind für Russland und auch für die Gazprom-Export. Auf der anderen Seite ist Russland natürlich auch ein großer Gasverbraucher und das wird auch in der Zukunft noch zunehmen, weil sie auch vielleicht stärker CO2 reduzieren wollen und dann von Kohle auf Gas stärker noch umsteigen wollen. Und der Gasverbrauch in Russland liegt zum Beispiel bei rund 400 oder 410, 11 Milliarden Kubikmeter. Das ist schon in den größten Rahmen, wo die EU auch liegt mit 480 Kubikmetern. Und dann gibt es natürlich für die Gasversorgung in Russland selber auch große Speicherkapazitäten von 73 Milliarden Kubikmetern, die nach dem Winter jetzt zum Beispiel, der auch da länger gedauert hat, auch wieder neu befüllt werden müssen. Also das soll einfach zeigen, man kann nicht eins zu eins aus der Situation jetzt schließen, dass Russland vielleicht kein Gas liefern will, sondern muss auch bedenken, dass es einen großen Gasverbrauch in Russland gibt und auch dort wieder Vorsorge für den Winter getroffen wird. Es gibt halt andere Bereiche, wo, glaube ich, die Gazprom-Export deutlich mehr Erklärungsbedarf hat, anhand dieser Daten zu sehen ist. Welchen Einfluss hat jetzt diese Entwicklung, die wir sehen, also diese stark steigenden, anhaltenden Preise auf die Endkundenpreise? Man muss halt ganz klar sagen, dass diese Ausschläge, die wir auch sehen im Spot-Bereich, dass die keine unmittelbare Auswirkung auf die Preise haben. Warum ist das so? Die Gaslieferanten oder Gasversorger kaufen zum größten Teil längerfristig ein, also längerfristig als nur Spot für den nächsten Tag. Der Spotanteil ist gering. Es gibt halt unterschiedliche Beschaffungsstrategien. Es gibt halt Vollversorgungsverträge, wo das der Vorlieferant übernimmt. Der kauft aber dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Produkte ein, auch am Gasmarkt. Und was natürlich auch möglich ist, ist, dass Speicher als Arbitragemöglichkeit genutzt werden. Wie ich schon vorher auch gesagt habe, wir sehen ja im März zum Beispiel auch auf diesem Bild, dass letztes Jahr 2020 die Preise extrem niedrig waren. Und wenn man da Speicher halt eingekauft hat und noch nicht alles entnommen hat jetzt in diesem Winter, hat man natürlich auch noch günstiges Gas eingespeichert. Also diese Arbitragemöglichkeit, die Speicher bieten, ist dieses Jahr auf jeden Fall wertvoll. Und kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Deswegen schlagen sich halt diese Spotpreise nicht unmittelbar auf die Haushaltskundenpreise durch. Also man kann das jetzt nicht sagen, eins zu eins, diese Erhöhung wird eins zu eins so weitergegeben, weil halt die Beschaffungsstrategien einfach anders aussehen. Es gibt natürlich schon Bereiche, wo die Spotpreise unmittelbare Auswirkungen haben, zum Beispiel auf die Ausgleichsenergie, weil die Ausgleichsenergiepreise sind an die Spotpreise gekoppelt vom ZEC und diese verteuern sich natürlich schon eins zu eins mit dieser Entwicklung. Was wir auch sehen, halt, warum überhaupt diese Entwicklung durchschlägt, ist ja, wir haben ja früher die Ölpreisbindung gehabt, dieser Beschaffungsverträge. Und da ist ja eigentlich in den letzten Jahren auch viel auch von Seiten der Wettbewerbsbehörden darauf hingearbeitet worden, dass diese Ölpreisbindung wieder fällt, weil sie ja auch wirklich keine Knappheit im Gasmarkt angibt. Und wir sehen, dass diese Ölpreisbindung die ist beschrieben auf der linken Grafik mit OPE, dass die deutlich zurückgegangen ist in den langfristigen in den Verträgen und auf 20% circa und dass diese Gas-zu-Gas-Preisbildung, die GOG oben, dieses dunkelblaue, stark zugenommen hat und bei 80% heute liegt. Und auch Gazprom-Export sagt selber, wie auf dem rechten Bild zu sehen ist, dass die Ölindexierung nur noch einen ganz geringen Anteil in ihren Verkaufsverträgen hat. Und auch da sieht man,
Klar, dass die Gaspreise schon entscheidend sind, auch für die Entwicklung der langfristigen Verträge, die Gazprom-Export mit ihren Kunden abgeschlossen hat. Wenn man sich jetzt anschaut, dann wie diese Produkte sich entwickeln werden, die oder sich entwickelt haben, die halt in dieses Beschaffungsportfolio eingehen, der Gasversorger, Lieferanten, dann sieht man natürlich auch da eine deutliche Preissteigerung. Wenn man zum Beispiel aber vergleicht, wenn jemand letztes Jahr eingekauft hat für dieses Jahr, das ist nämlich diese im unteren Bild diese rote Linie, dann sieht man schon ganz klar, dass da diese Preissteigerung natürlich nicht abgedeckt ist, sondern dass die günstige Beschaffung, die vom letzten Jahr getätigt worden ist, natürlich auch ermöglicht, dass man vielleicht dann Preise sogar stabil halten kann. Wenn man dieses Jahr dann einkauft für nächstes Jahr, das sieht man an diesem Kalenderjahr 22, sieht man schon, dass je später man eingekauft hat dieses Jahr, dass die Preise dann deutlich höher werden, dann bei 40 oder 50 € pro Megawattstunde liegen. Und das geht natürlich dann schon auch wieder in die Beschaffungs prägt dann auch die Beschaffungskosten und bedeutet auch, wer halt kurzfristiger eingekauft hat, also dieses Jahr wird wahrscheinlich nächstes Jahr oder im Winter vielleicht sogar noch die Preise erhöhen müssen. Also auch da kann man ganz klar sehen, die Beschaffungskosten müssen nicht so stark steigen mit Preisausschlägen, wie wir das im Spotbereich sehen, aber auch da ist davon auszugehen, dass die Beschaffungskosten Preise in der Zukunft, in der näheren Zukunft steigen werden. Was heißt das jetzt dann für die Endkundenpreise konkret? Also für die Industriekundenpreise können wir das als E-Control leider nicht sagen, weil da haben wir einfach nicht genug Daten dazu, wie sich das entwickelt. Wir haben früher ja eine Befragung dazu gemacht, heute haben wir die Daten dazu nicht mehr. Es kommt auch da natürlich bei den Industriekunden darauf an, welche Verträge sie haben, ob sie Fixpreisverträge haben oder ob sie da auch Preisanbindungsklauseln haben und an welche Preise sie angebunden sind. Wir haben im Haushaltskundensegment haben wir ja auch die Floater, die direkt angebunden sind an die Gaspreisentwicklung. Auch da heißt, ist es nicht unbedingt so, dass diese kurzfristigen Preisspitzen durchschlagen müssen, die wir im Spotmarkt sehen. Die schlagen tatsächlich ja auch nur dann durch, wenn man angebunden ist an einen ZEC-Day-Ahead-Preis zum Beispiel, sondern es kann auch sein, dass die an Monatsprodukte oder Ähnliches angebunden sind. Allerdings ist es dann schon klar, dass die Preise auch in den nächsten auf jeden Fall steigen werden. Und da lohnt es sich dann halt auch zu prüfen, ob es eine Bindefrist besteht, aktuell Angebote gibt und zu wechseln dann auch. Es gibt Verträge mit einer Preisgarantie. Wenn man diese Preisgarantie hat und der Versorger sie auch nicht ändern will oder nicht aufgibt, dann kann man einfach die weitere Entwicklung beobachten. Und es gibt auch die Standardverträge ohne Preisgarantie. Auch da kann man abwarten, bis eine Ankündigung zur Erhöhung kommt. Und dann kann man auch wechseln zu einem günstigeren Anbieter. Grundsätzlich lohnt es sich aber immer, die Angebote zu prüfen, die auf unserem Tarifkalkulator sind und auch zu überlegen, lohnt sich der Wechsel eigentlich, weil vielleicht sogar bei Verträgen ohne Preisgarantie je früher, desto besser, weil es nämlich schon für Neukunden einige Ankündigungen gibt, dass die Preise erhöht werden. Es gibt aber nach wie vor auch Anbieter, die Preisgarantien bis Ende 2022 bieten. Also da kann man für Haushaltskunden auch wirklich nur empfehlen, die Wettbewerbsmöglichkeiten zu nutzen und tatsächlich auch den Wettbewerb zwischen den Versorgern auch zu stärken, indem man zu einem Versorger wechselt, der vielleicht längerfristig und günstiger eingekauft hat und dann sich selber damit auch abzusichern. Welchen Einfluss können jetzt diese Entwicklung auf die Versorgungssicherheit haben? Wird ja viel in den Medien immer darüber gesprochen, dass die Speicher in Europa so deutlich leer sind. Und unsere Ansicht ist schon nach wie vor, dass das hier keine Versorgungskrise ist, die wir hier sehen, sondern eine Preiskrise, die sich hier entwickelt hat, weil die Speicherfüllstände natürlich dieses Jahr geringer sind noch als letztes Jahr. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass viel aus dem Speicher entnommen worden ist in diesem Jahr, weil es auch ein längerer Winter noch war, weil einfach der bis März, April dann noch gedauert hat, wenn auch entnommen worden ist. Es ist tatsächlich auch
viel nicht nur entnommen worden aus den Speichern, die ja nicht nur genutzt werden für Österreich, nicht nur für Österreich entnommen worden, sondern auch nach Italien und Deutschland transportiert worden. Also insgesamt sind die Speicherfüllstände in Europa auch immer noch niedriger, weil dann auch natürlich die Gaspreise im Sommer deutlich angestiegen sind und viele Händler vielleicht, also viele Speicherkunden abgewartet haben, ob der Preis nicht noch günstiger wird, dass sie einspeichern können. Man muss aber auch ganz klar sagen, man muss sich die Daten einfach sehr genau anschauen, die es gibt. Es gibt ja die Daten auf der Axi-Homepage, die werden tagesaktualisiert veröffentlicht. Die Daten, die wir haben, zum Beispiel für Österreich, zeigen ganz klar, dass wir in den Speichern, die wir für die Endkundenversorgung verstärkt nutzen, dadurch, weil sie direkt an das Marktgebiet Ost angeschlossen sind, nämlich die Speicher der OMV, der RAG, der Uniper, eigentlich sehr gut gefüllt sind Anfang Oktober, weil die eigentlich die Befüllungssaison immer noch bis Mitte November, auch in den letzten Jahren gedauert hat, mit zwischen 70 und 88%. Der Speicher, der wirklich sehr leer ist, also wirklich leer ist, ist der Speicher der GSA, der von der Gazprom Export genutzt wird. Und wenn wir uns das anschauen, die Gazprom Export nutzt einige Speicher in der EU und insgesamt hat sie da auch 13 nach eigenen Angaben übrigens, 13 Milliarden Kubikmeter Arbeitsgasvolumen. Das sind ungefähr 12% des Arbeitsgasvolumens in der EU. Und diese Speicher sind gering gefüllt. Das ist sehr stark zu sehen bei dem Speicher Haidach. Da nutzt die Gazprom-Export ungefähr 1,9 Milliarden Kubikmeter. Da ist der Füllstand nur bei 2%. Dann gibt es einen anderen großen Speicher, der von der Gazprom-Export genutzt wird. Das ist der Speicher Rheden in Deutschland. Der hat 4 Milliarden Kubikmeter. Das ist schon im Vergleich zu den 24 Milliarden Kubikmeter, die in Deutschland sind, ist das schon ein großer Anteil. Und auch dieser Speicher ist im Wesentlichen leer noch bei 9%. Und auch es gibt einen weiteren großen Speicher, den die Gazprom nutzt nach eigenen Angaben mit 1,9 Milliarden Kubikmeter in den Niederlanden, der Speicher Bergemeer, und auch der hat einen geringen Füllstand immer noch bei 27%. Und wenn man halt nur auf die Zahlen schaut und sich nur diese Axi-Zahlen anschaut und das nicht außer Acht lässt, dass eigentlich die wesentlichen Speicher, die nicht befüllt sind, die Gazprom-Export-Speicher sind, genutzten Speicher sind, dann bietet sich natürlich ein anderes Bild auch wieder. Und das zeigt auch einfach, dass eigentlich schon genug Gas oder eingespeichert ist. Und wir rechnen auch damit, dass noch weiter eingespeichert wird. Aber es nicht wirklich eine Versorgungskrise ist, die sich hier abzeichnet. Wenn wir auch nochmal die Entwicklung der Speicherkapazität in Österreich uns dazu anschauen, wir haben ja eigentlich bei einem recht gleichbleibenden Gasverbrauch in den letzten Jahren eine immer stärkere Zunahme der Speicherkapazitäten, einen Ausbau gesehen. Diese Speicher werden natürlich nicht nur für Österreich vorgehalten. Also ungefähr 25% der Speicherkapazitäten werden dann tatsächlich für die Endkundenversorgung in Österreich benötigt. Der andere Teil ist auch gebucht von anderen Speicherkunden, zum Beispiel auch in Slowenien. Die Slowenen haben ja gar keinen Speicher und nutzen auch Gasspeicher in Österreich oder auch in Deutschland oder in Italien. Und es ist ja bei uns auch so organisiert, dass die Speicherunternehmen die Speicherkapazitäten vermarkten, aber die Speicherkunden selber, die den Lagerraum dann buchen für das eine Jahr oder zwei oder drei, dass die dazu verpflichtet sind oder nicht verpflichtet sind, sondern dass die dafür sorgen, diese Speicher auch zu befüllen und ihr eigenes Gas da einzulagern. Also an dem Speicherstand, der Speicherstand ist auf jeden Fall das, was die Speicherkunden eingelagert haben. Und die sorgen halt für die Befüllung der Speicher. Und wenn wir auch nochmal sehen, wenn wir vergleichen die Gasspeicherkapazitäten, die wir in Österreich haben und die im Vergleich zu anderen Ländern, wir haben praktisch Speicherkapazitäten, wenn man den Speicher Haidach dazu rechnet, sogar sodass wir den Gasverbrauch in Österreich zu 100% einlagern könnten. Wenn wir jetzt die Speicher nur nehmen, die ans Marktgebiet Ost, also direkt für die Endkundenversorgung praktisch angebunden sind, dann haben wir immer noch 2/3 des Gasverbrauchs, den wir darin speichern können. Wir sind also im Vergleich zu den anderen Ländern in der EU einfach sehr gut aufgestellt
Und auch da muss man halt immer diese Speicherstände auch von 70, 80% muss man da unter dem Aspekt auch bewerten, dass es immer noch keine besorgniserregende Situation ist, wenn die Speicherstände auf diesem Niveau sind. Dazu kommt, dass wir auch eigentlich als einziges Land in der EU die Überprüfung des Versorgungsstandards eigentlich sehr genau und sehr ernst nehmen. Gasversorger haben ja nach der Versorgungssicherheitsverordnung 2017 die Aufgabe, also Gasmengen für die Heizsaison vorzuhalten, die für bestimmte extreme Situationen, also extreme Temperaturen, außergewöhnlich hohe Gasnachfrage und ein Ausfall der größten Infrastruktur. Und wir überprüfen diese Einhaltung des Versorgungsstandards eigentlich schon seit Jahren, auch sehr akribisch und haben, denke ich mal, auch die Versorger dafür sensibilisiert, dass sie nicht kurzfristig einkaufen können, sondern dass sie längerfristig Beschaffungsverträge uns vorweisen müssen für die nächste Heizsaison. Das heißt natürlich schon, mengenmäßig müssen sie eingedeckt sein. Was es natürlich nicht ausschließt, ist, dass sie trotzdem über Vollversorgungsverträge oder Rahmenverträge auch stärkere Preissteigerungen erwarten müssen. Also mengenmäßig ist vorgesorgt durch diesen Versorgungsstandarderhebung. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die Beschaffungskosten der Versorger deutlich steigen, auch während der Heizsaison. Aber diese Überprüfung des Versorgungsstandards ist halt etwas, was wir sehr akribisch machen und auch sehr detailliert machen. Es ist zum Beispiel etwas, was in Deutschland nicht gemacht wird. Wir haben ja in Deutschland jetzt auch schon viele Pressemitteilungen gesehen, dass Versorger sich aus dem Markt zurückziehen, auch in den Großbritannien, dass Versorger Probleme haben, weil sie Spot einkaufen. Dieses wäre zum Beispiel bei uns nicht möglich als Nachweis für einen Versorgungsstandard. Es muss immer die mengenmäßig abgesichert sein, dass die Menge über den Winter schon eingekauft worden ist. Dann würde ich Ihnen jetzt gerne noch einen kurzen Ausblick geben, was ist zu erwarten. Ich meine, es gibt viele Spekulationen, muss man sagen, darüber und ich kann da auch nur einiges zu anreißen. Mich würde auch gerne auch sehr interessieren, was Sie dazu denken und gerne auch Fragen oder Anmerkungen dazu in den Chat schreiben. Was wir natürlich sehen bei der weiteren Preisentwicklung, es ist natürlich ein Nachfrageanstieg jetzt zu erwarten, weil die Heizsaison beginnt dann jetzt erst wahrscheinlich so Mitte November. Es sind auch nicht alleine nur der Einsatz zu den Heizungssystemen im Gasbereich, sondern es ist genauso der Einsatz zur Fernwärmeerzeugung, der dann wieder steigen wird, weil wir haben ja auch in Österreich 37% der Fernwärme, die aus Gas gewonnen wird. Dann genauso bei der Stromerzeugung. Auch da wird Gas eingesetzt. Also der Gasverbrauch, die Gasnachfrage wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten ansteigen. Unklar ist auch, wie stark die Nachfrage zur Stromerzeugung halt nach der Heizsaison weiter ansteigen wird. Das sind auf jeden Fall preissteigernde Faktoren, die wir sehen. Preisentspannende Faktoren, aber natürlich nicht im gleichen Ausmaß vielleicht, aber könnte ein milder Winter sein. Wir haben ja letztes Jahr eigentlich auch einen recht milden Winter gehabt, bis dann zum Februar, März, April. Was ein preisentspannender Faktor sein kann, ist auf jeden Fall zusätzlich Gasmengen von Gazprom-Export, weil wir wissen auch aus den letzten Jahren, dass die Flexibilität, mehr Gasmengen zu liefern, sehr eingeschränkt bei allen anderen Pipeline-Exporteuren ist, also Norwegen oder Algerien. Das würde natürlich schon eine Spannung bringen, also außerhalb der bestehenden Lieferverträge, die ja eingehalten werden, auch noch zusätzliche Gasmengen anzubieten. Vielleicht wird auch die Nord Stream 2 noch früher zertifiziert als erwartet, wobei da auch die Frage ist dann, es ist nur ein anderer Transportweg. Also alleine das hilft nicht. Nur es müssen halt zusätzliche Gasmengen dann auch geliefert werden. Und was die Marktindikatoren eigentlich zeigen, sind, dass eine deutliche Preisentspannung erst für das zweite Quartal 2022 erwartet wird. Wobei man sagen muss, die deutliche Preisentspannung heißt dann ungefähr, also wie jetzt auf dem jetzigen Niveau gesehen, die ungefähr bei 80 Euro pro Megawattstunde heute noch im Spotbereich liegt, dann auf 40 oder 50 Euro pro Megawattstunde zurückgeht. Also
Es ist natürlich ein deutlicher Schritt, der dann eine deutliche Preissenkung wieder bedeuten würde, aber auf einem höheren Niveau. Das heißt, die Preise werden auch nächstes Jahr auf einem höheren Niveau bleiben, aber nicht auf dem, wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, das wir jetzt in den kommenden Monaten sehen werden. Das heißt natürlich auch ganz klar, dass es Gas steigende Beschaffungskosten geben wird für Gaslieferanten und auch damit steigende Energiekosten für Endkunden. Wir haben schon gesehen, das habe ich vorher schon gesagt, dass es einen Marktrückzug gibt von Gas- und Stromlieferanten in anderen europäischen Staaten. In Großbritannien ist das ein sehr großes Problem anscheinend zurzeit, wird auch sehr stark diskutiert, wobei man auch immer sagen muss, der britische Markt ist grundsätzlich anders. Das war er immer schon auch schon am Beginn der Liberalisierung. Es gab auch schon vor 4 Jahren einen Eingriff in den Markt, dass man einen Preiscap gesetzt hat, dass die Endkundenpreise halt, um die Gewinne der Gaslieferanten zu beschränken, nicht zu einem bestimmten Cap überschreiten dürfen. Das sorgt jetzt ganz ehrlich auch dafür, dass es wieder Schwierigkeiten gibt und dass wahrscheinlich mehr Gas- und Stromlieferanten dann aus dem Markt gehen müssen. Es ist auch so, dass wir auch tatsächlich schon den Marktrückzug von einigen wenigen Lieferanten angekündigt bekommen haben. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt dafür geregelte Prozeduren, an die man sich dann auch, es ist alles im Grunde festgelegt. Es gibt für einen geregelten Marktrückzug gibt es einen Prozess, der ist festgelegt, der funktioniert. Es gibt für einen ungeregelten Marktrückzug einen Prozess, der funktioniert. Also die Endkunden müssen davon nicht betroffen sein. Wenn es Themen gibt, kann man sich immer auch an uns wenden, an die E-Control wenden, an die Hotline wenden und auch an unsere Endkundenabteilung. Aber im Grunde ist es so, dass die Endkunden nicht negativ beeinflusst werden durch diesen Marktrückzug. Es ist natürlich eine Marktbereinigung und man muss auch ganz klar sagen, wenn man einen Wettbewerbsmarkt hat, muss man auch eine Marktbereinigung zulassen können. Was diskutiert wird auf europäischer Ebene, sind die flankierenden Maßnahmen. Es soll ja bei dem nächsten Treffen der Regierungschefs im Mitte Oktober, 22. 23. Oktober auch eine Toolbox vorgestellt werden, in denen Maßnahmen enthalten sind. Was jetzt schon diskutiert worden ist und auch von der EU teilweise schon abgesegnet sind, diese Maßnahmen zur Preisdeckelung und Ausgleichszahlungen, die in Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland getroffen worden sind. Auch da muss man wieder klar sagen, das sind alles Märkte, in denen die Endkundenpreise teilweise noch reguliert sind. Und eine Regulierung, die vorher stattgefunden hat, zieht dann auch eine Regulierung im Nachhinein wieder nach sich. In den Marktpreis einzugreifen, ist aus unserer Sicht schwierig. Ausgleichszahlungen natürlich dann für Endkunden, die von Energiearmut oder Ähnliches betroffen sind, zu tätigen, ist ein anderes Thema, ist eine politische Ebene. Aber ist der natürlich auch dann sicher geboten, wenn tatsächlich Energiearmut ein Thema ist. Einen weiteren Vorschlag, den es gibt, ist ein Vorschlag, der aus Griechenland und Spanien kommt, zum gemeinsamen europäischen Gaseinkauf für strategische Gasreserven, mit denen dann Preisspitzen abgefedert werden sollen, sehen wir auch sehr kritisch, weil die Abfederung von Preisspitzen halt erstmal auch ein Markteingriff sowieso ist und sich sehr genau angeschaut werden muss, ob wirklich das Ziel damit erreicht werden kann. Als Fazit würde ich gerne festhalten, es ist von steigenden Endkundenpreisen auszugehen in den nächsten Monaten. Das zeigen uns alle Daten, die wir haben und auch, dass die Beschaffungskosten steigen werden. Es ist aus unserer Sicht nach wie vor keine Versorgungskrise, die sich da zeigt, sondern eine Preiskrise, die wir sehen, in dem Sinne, die aber auch noch nach wie vor in einem Wettbewerbsmarkt stattfindet. Es bleibt trotzdem aber auch Erklärungsbedarf für die Ursachen für diesen Preisanstieg. Das ist ganz klar. Wir kennen viele Daten, also wir kennen viele Fundamentaldaten, die wir in Europa erheben natürlich und können uns einige Dinge auch erklären, warum das so ist. Wir sehen zum Beispiel da anhand der Daten tatsächlich ganz klar die Leerung der Gasspeicher durch die Gazprom-Export.
wo durchaus auch Erklärungsbedarf ist, weil in den letzten Jahren waren die Gasspeicher gefüllt. In anderen Bereichen haben wir natürlich keine Daten, da können wir dann nur spekulieren, was die Auswirkungen sind, aber es bleibt nach wie vor auch ein starker Erklärungsbedarf, was diesen Preisanstieg tatsächlich ausgelöst hat und diese Preisspitzen ausgelöst hat. Und damit möchte ich enden und ich würde mich auch freuen, wenn es noch Fragen dazu gibt, die beantworte ich auch gerne noch, soweit es geht. Ja, Carola, wir haben schon Fragen bekommen. Die erste ist von Renate Kepplinger. Sie fragt, ob die Kombination aus langfristigem Anstieg und langfristiger Beschaffungssituation nicht nur bedeutet, dass der Anstieg einfach später, dass uns der Anstieg später treffen wird. Ja, es kommt drauf an. Also im Grunde sind die Beschaffungsverträge heute, die wir kennen, nicht mehr so eingelegt, wie es auch früher war bei der Ölpreisbindung zum Beispiel, dass wir so einen Gap zwischen 3 und 6 Monaten hatten, weil eigentlich ist es schon so, wer jetzt dieses Jahr kurzfristig beschaffen muss, der wird auf jeden Fall höhere Beschaffungskosten auch haben, auch in den nächsten Monaten. Also wenn man zum Beispiel jetzt Verträge abgeschlossen hat, auch für Manze Head, dann jetzt noch abschließen muss, auch dann werden die Beschaffungskosten steigen. Aber genau das ist der Punkt. Es gibt halt Unternehmen oder Gasversorger, Gaslieferanten, die vielleicht schon früher eingekauft haben, zu einem früheren Zeitpunkt, als diese Preiserwartungen, diese Preise für die Produkte noch nicht so hoch waren. Die werden wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten noch nicht die Preise erhöhen müssen. Deswegen lohnt es sich halt immer zu schauen und zu wechseln und die Angebote zu prüfen. Es kann dann auch sein, dass das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil auch, den man durch die Beschaffung hat. Und da wir im Wettbewerb stehen und diese Wettbewerbsmöglichkeiten haben, auch als Endkunden sollte man die nutzen. Und das kann man aber jetzt auch nicht über einen Kamm scheren. Also es kann sehr unterschiedlich sein dann bei den Strom und auch bei den Gaslieferanten. Okay, dann die nächste Frage kommt von Franz Kirchmeier. Wer und warum hat man die Ölpreisbindung verdrängt, obwohl man wusste, dass Gazprom am Hub immer mehr preisbestimmend sein wird? Naja, es ist so gewesen, dass die Ölpreisbindung tatsächlich teilweise zu Verwerfung geführt hat. Wir haben das gesehen in 2007, 2008, da sind plötzlich die Gaspreise extrem gesunken, die Ölpreise waren aber noch sehr hoch. Und natürlich konnte dann niemand von dieser Situation auch profitieren. Das ist aber genau der Punkt, dass man im Grunde das damals gemacht hat, um auch diese Phasen, wo man die Gaspreise sehr niedrig waren, so wie letztes Jahr zum Beispiel auch, dann auch in den Beschaffungsverträgen abgebildet zu haben. Und natürlich ist das ein Indikator auch für die Knappheit. Ich meine, die Ölpreise steigen jetzt zwar auch wieder, aber die Gaspreise haben sich schon auch davon entkoppelt. Auch weil man ja früher die Gaspreise an die Ölpreise gekoppelt hat, weil es eigentlich Wettbewerbsenergieträger waren. Und das ist ja auch in dem starken Maß nicht mehr so. Wir hätten auch zum Beispiel keinen Vorteil davon, wenn wir heute noch ölpreisgebundene Langfristverträge hätten, weil die Ölpreise genauso steigen. Also es ist einfach tatsächlich der Übergang gewesen, um stärker auch die Gaspreisschwankungen abdenken zu können und auch die Knappheiten. Michael Klein fragt, wie ist es möglich, dass Asien weit höhere Preise für Erdgas zahlt? Ich bin jetzt keine Expertin für Asien, muss ich gleich sagen. Ich habe tatsächlich nur letztens auch mal gelesen, dass in Asien zum Beispiel sehr viele Staatsunternehmen auch mit LNG handeln und die durchaus höhere Preise zu zahlen bereit sind. Also das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen, da müsste man sich mal genau mit beschäftigen. Aber vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Aber es gibt natürlich auch Länder zum Beispiel wie Japan, die komplett von LNG-Lieferungen abhängig sind, die also kein Pipeline-Gas haben, das sie dann noch einsetzen können. Und die brauchen dann zum Beispiel das Gas tatsächlich auch und sind dann auch bereit, höhere Preise dafür zu zahlen. Die vielleicht auch nicht so viel Speicher haben, muss man auch sagen. Also man müsste sich den asiatischen Markt da genauer anschauen.
Okay, dann fragt Michael Klein noch, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es zu einer Preisregelung kommen wird? Nicht nur bei Erdgas, sondern auch bei Strom. Eine Preisregelung in Österreich erwarte ich nicht. Also und in der EU wüsste ich auch nicht, dass das kommen, also dass das gemeinsames Verständnis ist, da einzugreifen. Okay, und dann noch eine Frage von Herrn Klein. Sind in der kostenseitigen Preiskalkulation bereits Umweltfolgen eingepreist, nämlich ausgelöst zum Beispiel durch CO2 oder Fracking-Schäden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das LNG aus den USA zum Beispiel solche Dinge eingepreist hat. Okay, das waren jetzt mal die ersten Fragen, die hereingekommen sind. Okay, na, wenn das Okay. alle Fragen waren, das ist sehr gut. Dann hoffe ich, Warte, dass ich meine. schaue jetzt mal noch schnell. Es ist gerade noch was dazugekommen, nämlich in welchen EU-Ländern gibt es eine Verpflichtung zur Haltung von Mindestständen in Gasspeichern? Gibt es das überhaupt? Ja, das gibt es in, es gibt es in mehreren Ländern. Das gibt es zum Beispiel in Frankreich, in Italien, wo die und in Polen zum Beispiel, wo die Speicherstände dadurch auch tatsächlich jetzt schon wieder auf über 90% sind. Das ist eine klare Regulierung dazu, die natürlich auch, die man auch im Kontext von dem jeweiligen Mitgliedstaat sehen muss. Italien zum Beispiel hat eine sehr, die Stromerzeugung ist zum Beispiel sehr stark abhängig von Gas auch. Also die haben jetzt nicht nur den Gasbereich, der von Gas abhängig ist, sondern auch den Strombereich, und haben halt wenig eigene Förderung noch. Und also man muss es immer im Kontext der verschiedenen Länder sehen. Aber es gibt solche Speicherverpflichtungen auch. Okay, und die letzte Frage kommt von Peter Martins. Welche Einkaufsstrategie bei Versorgern wäre in den kommenden Monaten empfehlenswert bzw. geeignet? Wie sollten sich jetzt Versorger in der Beschaffung verhalten? Ja, ich glaube, da würde ich eher an die Gasversorger verweisen, dass sie die vielleicht mal kontaktieren, weil ich glaube nicht, dass ich dazu was sagen kann. Da gibt es sicher genug Gasversorger oder Gasunternehmen, die sich damit sehr ausgiebig beschäftigen. Okay, das wären die Fragen gewesen. Okay, dann sage ich vielen Dank und ich hoffe, dass meine Präsentation klar genug war und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.